In Excel kann man ganz einfach geografische Daten abrufen. Wie das geht, zeige ich dir in diesem Video. Öffne das Register Daten. Markiere die Daten, welche du auswerten möchtest. Klicke in die Gruppe Datentypen und wähle Geografie aus. Jetzt erscheint dieses Symbol, klicke mit der linken Maustaste darauf. Wähle aus, welche Daten du generieren möchtest. Jetzt befüllt Excel die Daten entsprechend deiner Auswahl. Klicke erneut auf das Symbol, um weitere Informationen abzurufen. Hier zum Beispiel die Flagge des jeweiligen Landes. Oder die Fläche des jeweiligen Landes. Das war's für heute. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere spannende Inhalte rund um Excel und die Datenanalyse zu erhalten. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, hinterlasse gern einen Kommentar unten. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Abrufen geografischer Daten in Excel.